Herr Dr. Neumann, welche Rolle spielen Qualitätsdokumente im Labor? Spielen natürlich eine elementare Rolle, weil sie das zentrale Tool zur Akkreditierung von Laboratorien sind. Sie weisen im Endeffekt die Prozesse eines Labors nach. Und wie kann Software wie DocDB bei der Lenkung von Dokumenten unterstützen? Zunächst ist es die Sortierung, weil im Gegensatz zu anderen Institutionen, die sich akkreditieren lassen, ein Labor über besonders viele Dokumente verfügt. Das kann in die Tausende gehen. Dann unterstützt Software natürlich den gesamten Prozess der Erstellung eines Dokumentes und darüber hinaus die Verteilung. Was konkret bedeutet Verteilung der Dokumente? Im Umfeld von Software zweierlei. Zunächst die Festlegung, welche Mitarbeiter welche Dokumente in neuen Versionen sehen müssen. Entsprechend dann die Kenntnisnahme einer neuen Version, was in der Software mitgeloggt wird. Aber auch, speziell bei DocDB, die Verwaltung von ausgedruckten Versionen. Denn Papier ist sinnlich, gedruckte Versionen werden im Labor immer noch angefragt. Wohin geht die Reise in diesem Bereich? DocDB ist etabliert zur Verwaltung von Dokumenten. Wir planen jetzt in den nächsten Releases die Verwaltung von Aufzeichnungen hinzuzunehmen. Was verbirgt sich hinter diesen Aufzeichnungen? Warum sind die relevant? Ein Dokument ist die Beschreibung eines Prozesses und eine Aufzeichnung ist immer der Beweis, dass ein Prozess so gelebt wird, wie er beschrieben ist. Das können sein Protokolle von Mitarbeiterbesprechungen, das können sein Temperaturlisten an Kühlschränken, wo jeden Tag die Kühlschranktemperatur abgelesen, eingetragen wird. Das können aber auch eher komplexe Dinge wie die Nachverfolgung von Reklamationen sein.